Hallo und willkommen zu meiner dritten Folge Aetna bricht aus. Vielleicht eine ganz kurze Zusammenfassung, was bisher geschah. Wir spielen Aetna. Wir sehen Aetna hier im Bild. Sie ist aus ihrer Zelle geflüchtet. In der zweiten Folge sind wir aus der Zelle geflüchtet. Wir haben schon einiges über uns erfahren. Zunächst einmal haben wir erfahren, dass offensichtlich unser Vater vor einigen Jahren einen Mord begangen hat und hingerichtet wurde. Und unsere Aufgabe wird es sein, aus dem Irrenhaus zu fliehen und das Ansehen unseres Vaters wiederherzustellen. Jetzt ist es natürlich schon etwas spät, aber wir werden es versuchen. In der Zwischenzeit sind wir hier in dieses Zimmer hineingekommen. Wir haben hier draußen. Wir haben hier draußen den Wächter, an dem wollen wir vorbei. Aber schauen wir mal. Ja, in diesem Zimmer haben wir eigentlich schon alles angeschaut. Wir haben hier auch mit Bobo dem Hirn geredet. Haben wir mit Alf geredet? Du bist zum Kotzen, Alf. Null Problemo. Haha, ich lach mich tot. Ja. Wie ihr seht, wenn wir mit irgendwelchen Gegenständen sprechen, spricht Harvey immer mit der Stimme dieser Gegenstände. Schauen wir mal. Oh Geist der Flasche, gewähre mir einen Wunsch. Was willst du, Meister? Ich will, dass Dr. Marcel Hämorrhoiden bekommt. Dein Wunsch ist gewährt. Schauen. Gut. Wir können an dieser Stelle auch den Lichtschalter ausdrehen. Anziehen. Er frisst nur Strom. Davon aber reichlich. Können wir benutzen. Ah, schau. Wir können das Licht abdrehen. Passiert, wenn wir den Polenschläger damit machen. Ruhig bleiben, Aetna. Der Schalter lässt sich ganz einfach per Hand bedienen. Das Comic ist in super. In diesem Bild schaltet das E-Werk den Tiefparterre-Cave vom Netz. Nützlich Boy wird wohl wieder einmal das Geld für die Stromrechnung vorstrecken müssen. Einfach genial. Ja, für all jene, die Comics mögen. Da hinten gibt es noch ein Fenster, das können wir uns auch ansehen. Ganz schön hoch hier. Bin ich etwa in einem Turm gefangen? Wie romantisch. Okay, benutzen wir es. Vielleicht können wir das Fenster fliehen. Das ging ja einfach. Okay, Aetna, in welche Richtung? Zur Dachkante. Also, Frau Antenne, kommen wir zurück auf diese elektromagnetischen Wellen, von denen Sie sprachen. Befinden Sie sich gerade in diesem Raum? Können Sie mit ihnen kommunizieren? Sie sind da! Ich schwöre es Ihnen! Schau mal, Harvey, was sagst du zur Antenne? Guck mal, Harvey, eine Antenne! Cool! Jetzt können wir mit dem Mutterschiff Kontakt aufnehmen. Schlecht. Was sagt Captain Unbrauchbar? In diesem Bild kündigt Captain Unbrauchbar seinen Kabelanschluss. Gut, gehen wir weiter vor. Schauen wir mal. Da haben wir. Warte mal. Was hältst du davon, Harvey? Verfluchte Gitter. Ich hasse sie alle. Okay, schauen wir mal, ob wir dieses Gitter hier öffnen können. Sehen Sie nun die erstaunliche Aetna und ihre tanzenden Fußnägel. Es verliert irgendwie seinen Reiz, wenn ich es mache, um irgendwo reinzukommen. Okay, das kennen wir schon, ja?
Das ist da, wo wir bei Dr. Marcel, also das ist in den Lüftungsschacht, wo wir ins Zimmer von Dr. Marcel kommen. Na, besonders hilfreich ist das jetzt nicht gewesen. Wir können vielleicht weglocken. Hey! Oh, ich verdufte lieber. Warte gefälligst! Komm da rein. Zum Fenster, zum Fenster! Okay, ich weiß, was man tun muss. Was soll das? Komm sofort wieder rein! Du brichst dir noch alle Knochen! Komm doch raus und hol mich! Ja. Nicht doch! Hat unser Minigolf-Profi etwa Höhenangst? Wir sind gemein. Feigling, Feigling! Ja, lach nur. Aber irgendwann wirst du da runterkommen müssen. Dann kannst du was erleben. Okay. Ha. Aber jetzt ist er in diesem Raum. Quasi gefangen. Wir können von der anderen Seite kommen. Okay, Freunde, bis ich da drauf gekommen bin, hat es wirklich lange gedauert und es ist sehr schön, dass ich nicht mehr viel drüber nachdenken muss. Nicht nur muss man diese Säule nämlich da davor stellen, nein, man muss auch noch das Lexikon drauflegen. Jetzt lässt sich die Klinke nicht mehr runterdrücken. Was zum... Sieht hey! Nicht? Er ist gefangen. Was soll das? Ich bin hier noch drin! Hallo! Holger! Dr. Marcel! Irgendwer! Nein, kann man nicht mehr anschauen. Schade. Tja, das war's mit dem Lexikon. Leider, weg ist es. Na gut. Aber wir sind hier raus. Ja, also wie schon gesagt, wie ich das erste Mal gespielt habe, bin ich echt stundenlang hier gestanden und habe mir überlegt, wie könnte ich dort vorbeikommen. Ich meine, die Säule war schon ein guter Hinweis. Also das mit der Säule habe ich schon irgendwie gecheckt. Aber bis ich drauf gekommen bin, dass man dieses dumme Lexikon da noch drauflegen kann, das war etwas mühsam. Na gut, so ist es etwas schneller gegangen. Wir können ins Haus. Hihi. Schauen wir mal, was wir so alles finden. Da gibt es eine Tür. Was gibt es da? Da gibt es ein WC. Und noch eine Tür. Welche machen wir als erstes auf? Nein, wir benutzen unseren Stift. Mit dieser Topfpflanze. Smiley. Gut, gehen wir mal zu dem da vorne. Das wird sicherlich wohl nicht so interessant sein. Wir können auch gleich weiter runter gehen, aber wir machen zuerst das. Das ist schön. Hier ist so ziemlich das Verrückteste von allen Rätseln. Oh, da sitzt ja einer. Bist du das Neue? Ich bin der Neue. Wer sonst? Ja, wer sonst? Hör mal, stör mich nicht, okay? Okay, schaut mal, wir haben hier einen Wasserspender. Der ist ja leer. Wer wohl das ganze Wasser getrunken hat? Ach nein. Guck mal, Harvey, ein leerer Wasserspender. Wer wohl das ganze Wasser getrunken hat? Ach nein. Okay. Wie schon gesagt, wir sollten uns alles anschauen. Ich durchwühle doch keine Mülleimer. Ach ja? Seit wann? War gelogen. Ich wollte nur gucken, wie es sich anfühlt, das zu sagen. Da ist nur ein Jahresvorrat durchsiffter Papierbecher drin. Genial.
Okay, dann nimm dir mal so einen Becher. Ich weiß zwar da nicht, ob man den braucht. Da ist nur ein Jahresvorrat durchsiffter Papierbecher drin. Die Auswahl ist groß. Ich nehme ein besonders siffiges Exemplar. Das ist schön. Wir haben jetzt auch einen Wasserbecher. Brauchst du diesen Pappbecher, Harvey? Sieh es ein. Niemand braucht diesen Pappbecher. Er ist hoffnungslos versifft. Sehr gut. Mal schauen. Na gut. Es ist immerhin kaputt, oder? Nein, wir haben es weggeworfen. Das habe ich auch noch nie gemacht. Das ist ja lustig. Einer ist mehr als genug. Und eigentlich schon zu viel. Wir kriegen den Stuhlbein nicht mehr. Wir haben es weggeworfen. Na super. Das habe ich gut gemacht. Niemals. Der Poloschläger ist meine einzige Waffe im Kampf gegen das Unrecht. Oh, den wirfst du nicht weg, ist eh klar. Aber das Stuhlbein wirfst du schon weg. Mit dem hätte man noch so viel kaputt machen können. Niemals! Das ist die Erstausgabe! Was sagt er denn zu dem Ding? In diesem Bild sucht Captain Unbrauchbar die Herrentoilette. Das ist eigentlich ein guter Hinweis. Hey, wir haben hier auch noch eine Monitorwand und einen Fernseher. Manche sind erleuchtet, andere sind dunkel. Je nachdem, ob das Licht in den Räumen brennt. Man kann die ganze Anstalt sehen. Ich erkenne Buchstaben in den Monitoren. Du bist ein verrücktes Huhn. Ein Huhn, ja. Aber verrückt? Okay, Herrschaften, das war ein großartiger Hinweis. Ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr diesen Hinweis verstanden habt, was wir hier tun müssen im Laufe des Spiels. Das hat noch etwas Zeit, es wird irgendwann einmal passieren, aber es ist wundervoll. Es ist echt wundervoll. Das war definitiv das Dümmste von den Rätseln, das zu lösen war. Da also laufen Dümmste die weiß ich nicht. Das sind die Nachrichten und keine Talkshow. Okay, das stimmt natürlich. Reden wir mal mit dem Monitor. Oh Monitor-Orakel, was willst du mir mitteilen? Um meine Botschaften zu empfangen, musst du nur lange genug hinsehen. Nein. Ich wäre nie unter den Walkthrough draufgekommen, selbst mit diesen Hinweisen. Also, sprechen wir mal mit dem Ich störe ja nur ungern, aber... Fass dich kurz. Ist das denn der Generalschlüssel? Ist das da der Generalschlüssel? Und ob. Und mit dem bekommt man alle Türen hier auf? Oh, alle bis auf eine, ja. Alle bis auf eine? Welche Tür bekommt man denn damit nicht auf? Es gibt da diesen einen Raum im zweiten Stock. Der Doktor hält ihn immer verschlossen. Und den Schlüssel bewahrt er oben in seinem Büro. Einmal am Tag jedoch, immer zur gleichen Stunde, öffnet er den Raum und schließt sich selbst darin ein. Oh. Wir wissen nicht, was Dr. Marcel darin aufbewahrt oder was er dort tut. Aber Stiesel schwört, dass er einmal Geräusche aus dem Raum kommen gehört hat. Ein Schluchzen oder Wimmern. Gerade als der Doktor drinnen war. Unheimlich, nicht wahr? Oh, ich habe eine Gänsehaut. Zurück zum Generalschlüssel. Was denn noch? Kann ich ihn haben? Ich habe meinen verlegt. Kann ich ihn haben? Ich habe meinen verlegt. Guter Witz. Als würde Dr. Marcel dir einen eigenen Generalschlüssel anvertrauen. Dieser Generalschlüssel ist das wichtigste Objekt im ganzen Haus. Echt? Nicht einmal Hulgor hat einen eigenen. Und einem Noob wie dir gebe ich ihn bestimmt nicht. Hm, das ist aber fies. Ich will diesen haben. Zurück zum Generalschlüssel. Was denn noch? Kann ich ihn haben? Dr. Marcel sagt, ich soll ihn bekommen. Nein. Kann ich ihn haben? Ich muss ins Lager das leere Wasser auffüllen. Hey, kann das ist ich gut. Ihn haben? Ich muss ins Lager das leere Wasser auffüllen. Tja, da kommst du zu spät. Das war schon das letzte Wasser. Echt? Du hast das ganze Lager leer getrunken? Irgendwie schon. Oje, was habe ich mir nur dabei gedacht?
Was guckst du da? Was guckst du da? Nachrichten. Sollte nicht die Monitore anschauen? Ich meine, hast du schon das ganze Wasser getrunken? Das ganze Wasser getrunken? Erinnere mich nicht daran. Ich müsste eigentlich längst aufs Klo. Aber ich soll meinen Posten nie verlassen. Als wenn bei den Irren jemals irgendetwas passieren würde. Gott sei Dank bin ich, was das anbetrifft, sehr strapazierfähig. Man nennt mich nicht umsonst Blase. Oh, Blase. Geh doch einfach, Ich pass so lange auf. Hey, das hier ist eine verantwortungsvolle Aufgabe. Es geht nicht darum, einfach nur rumzusitzen, fernzusehen und die Zeit totzuschlagen. Das hätte ich auch nie gedacht. Wow. Das ganze Wasser? Das ganze Wasser? Erinnere mich nicht daran, bitte. So lange zurückzuhalten ist ungesund. Ich halte das schon aus. Man nennt mich nicht umsonst Blase. Dein Blasenvolumen muss monströs sein. Tja, ich bin als Kind in den Kessel gefallen. Du meinst in den Kessel mit Zaubertrank? Nein, einfach nur in den Kessel. Apropos Wasser. Ich war in den Ferien am Pazifik. Endlich auf, über Wasser zu reden. Oft stand ich stundenlang am Ozean. Stopp. Und das Meer rauschte. Und die Wellen wogten hin und zurück. Hin und zurück. Husch. Aufhören! Sie ist echt grausam. Wusstest du, dass wir auf dem Mars Spuren von Wasser gefunden haben? Endlich auf, über Wasser zu reden. Furchen von Rinnsalen, die jahrzehntelang das Gestein umspült haben. Stopp. Ganze Bäche soll es da gegeben haben. Reißende Ströme, die hektoliterweise Wassermassen durch enge Schluchten gepresst haben. Gleich ist es soweit. Gleich bring ich dich um. Ich habe gehört, es soll Regen geben. Hör endlich auf, über Wasser zu reden. Ja, im Ernst. Es soll ein richtiger Wolkenbruch werden. Doch, bitte. Anfangen soll es als harmloses Nieseln. Aber dann soll es richtig gießen. In Strömen. Ich bring dich um. Ich schwöre, ich bring dich um. Ein wahrer Sturzbach wird da auf uns niederprasseln. Plitsch, platsch. Warum tust du mir das an? Plitsch, platsch. Einfach weil es lustig ist. Wenn ich nach Hause komme, gehe ich erstmal baden. Hör endlich auf, über Wasser zu reden. Na, ist es nicht angenehm, wenn der Unterleib von warmem Wasser umspült? Ich höre nicht zu. Ich höre überhaupt nicht zu. Ich nicht. Nur, dass es immer so lange dauert, bis das Wasser eingelaufen ist. Oh, la 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 la. Meine Wanne fasst hunderte von Litern. Einmal ist mir die Wanne sogar übergelaufen. Da stand das ganze Haus unter Wasser. Oh, Rose Desert. Es hat Stunden gedauert, das alles aufzufäudeln. Oh, ne Hospice, no name. Ich kann gar nicht beziffern, wie oft ich den nassen Feudel ausgewrungen habe. Fällt gut zu be. Immer nur patsch. Flatsch. Out of the rain. Pitcher, pitcher, pitcher. Jetzt halt endlich die Klappe. Mein Cousin ist bei der Feuerwehr. Hör endlich auf, über Wasser zu reden. Du kannst dir nicht vorstellen, was da für ein Druck auf diesen Schläuchen ist. Ich kann. Diese ungeheuerliche Wassersäule, die sich darin aufstaut. Und die Kraft, die entfesselt wird, wenn schließlich das Ventil geöffnet wird. Willst du, dass ich mir in die Hose mache? Willst du das? Ich höre ihn noch heute rufen. Wassermarsch!
Wassermal! Lass mich in Ruhe. Lass mich doch einfach in Ruhe. Ich will doch einfach Ruhe. Hast du Waterworld mit Kevin Costner gesehen? Ich hoffe, das habt ihr nicht. Das ist ein wirklich schlechter Film. Auf über Wasser zu reden. Kannst du dir das vorstellen? Der ganze Planet bedeckt von... Nein. Wasser. Und Wasser. Und nochmals Wasser. Soweit das Auge reicht. Nade. Nade. Wasser. Ich gebe auf, deine Blase bin ich nicht gewachsen. Ich gebe auf, deiner Blase bin ich nicht gewachsen. Noch was? Ach ja, schade. Wir lassen ihn ich mal lass alleine. Dich dann mal wieder allein. Dann tu das bitte auch. Wie schon gesagt, wir werden in diesem Raum noch etwas machen müssen. Wie ihr euch vielleicht vorstellen könnt, müssen wir ihn dazu bringen, aufs Klo zu gehen. Es ist gar nicht so einfach. Überlegt euch, wie wir das machen. Wie schon gesagt, das könnt ihr dann unten in die Kommentare reinschreiben. Aber vorher kritzeln wir noch die Pflanze an. Danke, Edna. Können wir mit der Pflanze sprechen? Oh Flora, Göttin aller Sandalenträger, hörst du mich? Was wünschst du, Sterbliche? Ich würde gerne etwas über meine Wurzeln erfahren. Hm. Du trägst die Wahrheit bereits in dir, Edna. Okay. Und raus. Also, in dem Spiel, das was wir da oben gemacht haben, mit dem Stiesel ihn dort einzusperren, das war schon das absolut letzte und einzige, was man halbwegs unter Zeitdruck machen muss. Soweit ich mich entsinnen kann, gibt es nichts weiter mehr, wo wir unbedingt binnen kürzester Zeit dort sein müssen. Benutzen wir mal das Fenster. Können wir es aufmachen? Es ist verschlossen. Hm. Was ist das verschlossen? Ja, deswegen sollst du es ja aufmachen. Ach Gott. Hm. Pokerschläger. Oh. Mist. Offensichtlich geht das nicht so auf. Hey, ein Klo. Indem wir eigentlich nichts anklicken können. Achso, nein, doch nicht die Seife. Können wir es auch nehmen? Nein. Frieden? Wirst du mich von meinen Sünden reinwaschen? Die Reinigung, die du durch mich erfahren wirst, ist nur oberflächliche Natur. Für die vollständige Katharsis musst du erst Blut trinken, den Drachen töten und schließlich die Schuld des Vaters widerlegen. Ach, Seife. Aus deinem Mund klingt alles so leicht. Mhm, das stimmt. Sprechen wir mit dem Handtuchspender auch? Gib endlich das Handtuch frei! Holst du doch. Hm. Wie unfair! Es verschwindet wieder in der Wand. okay. Hier ist auch ein Waschbecken. Vorhin saß ich noch in einer Zelle und redete mit der Wand. Doch nach stundenlanger Kombinationsarbeit stehe ich endlich auf der Herrentoilette und rede mit einem Waschbecken. Hm. Du denkst, du hast Probleme? Mann, ich bin das Waschbecken! Hm. Okay, können wir den Becher füllen? Oh nein! Der war so durchgesifft, dass er einfach im Wasserstrahl zerrissen ist. Hm. Pech. Hey, das ist auch ein Spiegel. Habe ich den Spiegel schon niemals gesehen? Spieglein, Spieglein an der Wand. Wer ist die Coolste im ganzen Land? Oh, Edna, du rockst ohne Frage das Haus. Doch cooler wäre es noch, kämen wir langsam hier raus. Hm.
gerade nicht ganz unrecht. Aber wir haben hier noch Captain Unbrauchbar. In diesem Bild putzt Captain Unbrauchbar seine Ultraschall-Ohrstöpsel. Seine Ultraschall-Ohrstöpsel. In diesem Bild putzt Captain Unbrauchbar seine Ultraschall-Ohrstöpsel. Nichts Neues. Mit dem Spiegel vielleicht? Was sagt er da? In diesem Bild kämpft Captain Unbrauchbar gegen das ungekämmte Haar seines bösen Spiegelbilds. Oh. Das ist interessant. Okay. Gut, am Clou gibt es zurzeit nichts für uns zu holen. Wir müssen warten, bis Blase am Clou ist. Dann gibt es hier was für uns zu holen. Hey. Wir können ein Dartbrett benutzen. Schau, die Mitarbeiter mögen Dr. Marcel auch nicht, sonst würden sie ihn ja wohl nicht beschießen mit Darts. Yippie! Da kommt ja wirklich was raus! Buah. Alt und ungenießbar. Oh. Gut. Ihr habt gesehen, was passiert ist? Hey, wir haben eine Kaffeemaschine. Ich möchte Kaffee. Keine Filter. Und was noch wichtiger ist, kein Kaffee. Tja, das ist natürlich blöd. Schauen wir mal, ob da einer drinnen ist. Da war eine Überraschung drin. Es ist ein waschechter Polizeiausweis mit verschluckbaren Kleinteilen. Cool. Ich wette, nur die besonders taffen Cops bekommen verschluckbare Kleinteile. Okay. Oh, wir haben eine Polizeimarke gekriegt und Cornflakes. Hey. Hm, lecker. Und dazu noch dieses famose Zischen, wenn der Zucker den Zahnschmelz anlöst. Mein Poloschläger isst keine Cornflakes. Eigentlich isst er kaum etwas. Hm, was haben wir hier noch? Marmelade. Nehmen wir die Marmelade auch mit? So wie es aussieht, sind sie am Schrank festgetrocknet. Okay, wir nehmen die Marmelade nicht mit. Was ist das? Müsli. Nein, danke. Das ist mir zu gesund. Hm. Edna hat genau die richtige Einstellung. Auch ich würde das sagen. Nehmen wir es trotzdem mit? Nein, danke. Das ist mir zu gesund. Na okay, dann nicht. Da haben wir auch noch Seife. Hm, glitschig. Hm. Was willst du damit erreichen? Sauberen Dreck? Hm. Okay. Oh. Schon. Nein, nein, beiße niemals die Hand, die dich füttert. Das heißt aber auch, dass Lebewesen mit gefütterten Händen beißen dürfen, wen, wo und wann sie wollen. Oh. Das stimmt. Yippie! Da kommt ja wirklich was raus! Buah. Alt und ungenießbar. Okay. Nachdem da Dr. Marcel drauf ist, kritzeln wir ihn voll. Bullseye! Selber! Ich glaube, wir haben hier alles geholt, was man holen kann. Wir haben alles angeschaut. Haben wir alles benutzt? Haben wir mit allem geredet? Hast du ein Kaugummi für mich? Ich wäre ein schlechter Kaugummiautomat, wenn ich keines hätte. Hm. Gut, hier haben wir, glaube ich, alles angesehen. Wir gehen weiter. Es geht noch einen Stock weiter runter. Oder zwei. Oder drei. Gut. Die ist verschlossen. Okay, da kommen wir nicht rein. Ah, da kommen wir rein.
Ah, das ist gruselig. Der hat eine etwas beunruhigende Wirkung auf mich. Ja, definitiv. Das ist kein Möbel. Das ist der Dr. Marcelsche Gehirnverflüssiger. Ah ja, dann werden wir es nicht verwenden. Was aber hältst du davon, Harvok? Stuhl? Das muss der Kapitänsstuhl sein. Hm. Na dann, Mr. Harvok, Energie. Okay. Energie. Da bräuchte ich schon Hilfe von jemandem, der sich damit auskennt. Aber den Hebel können wir doch benutzen, oder? Das sollte ich lieber dem Fachmann überlassen. Feig. Harvey, was sagst du dazu? Was hältst du davon, Harvey? Hui, ein Hebel. Ob der die Feuerballfalle im zweiten Level deaktiviert? Wir haben im zweiten Level eine Feuerballfalle. Sprechen wir mal damit. Ich hätte gerne eine Cola, den Maximum Cheese ohne Gurke und einmal die Altölfritten. Wieso spricht sie eigentlich mit jedem und allem? Kann sie mit dem Stuhl sprechen? Hast du noch einen letzten Wunsch, Django? Ich würde gerne nicht hingerichtet werden, wenn es geht. Nicht doch lieber ein paar Pokémon-Sammelkarten? Ja, Pokémon-Sammelkarten, das wär's. Gut. Herrschaften, wir sind im zweiten Stock. Hier geht's irgendwie nicht weiter, wir müssen weiter runter. Und da ist ein Gitter vor dem Ding. Das ist die Tür, von dem der Blase wahrscheinlich geredet hat. Das ist die, die nicht aufgeht. Achso, wobei andererseits, da sind ja noch andere auch. Hallo? Hallo? Er reagiert nicht. Okay. Das war fies. Gut, ich glaube, wir sind im Eingangsbereich. Und hier würde ich beinahe sagen, wir machen Schluss für heute. Ich wünsche euch auf jeden Fall eine schöne gute Nacht. Schlaft gut und träumt was Schönes. Und wir sehen uns hoffentlich morgen wieder, wenn wir versuchen, mit Edna aus diesem Irrenhaus auszubrechen. Bis dann.